Ich habe hier ein ganz, ganz wunderbares Heft von Mutter zu Mutter. Und die Initiatorin dieser Zeitschrift, dieses Heftes, ist Lara Mars. Und die habe ich zu Gast. Sie spricht darüber, wie es war, als ihr die Ärzte nach der Geburt mitteilten, oder ihnen, ihrem Mann und ihr, dass ihre Tochter Trisomie 21 hat. Wie sie es mitgeteilt bekam, war so heftig, dass sie sich entschlossen haben, das darf nicht mehr passieren, wir wollen Eltern helfen, dass die, wenn sie in so einer Situation sind, einen Halt finden. Und dann entstand dieses Heft, und das ist nur ein Anfang, am Anfang jetzt, da kommt noch viel mehr. Lara spricht von diesem Heft, aber ganz am Schluss erst. Am Anfang erzählt sie darüber, wie ihr es erging in den Krankenhäusern. Sie war in mehreren. Und es ist eine absolut inspirierende, mutmachende Geschichte, die jetzt auf euch wartet. Und wenn es euch mies geht, kann ja sein, dann guckt diesen Film an und lasst euch ermutigen für den Alltag. Da braucht man kein Trisomie 21 krankes Kind, um sich ermutigen zu lassen, sondern allein, wie sie damit umgeht, zu sagen, ich möchte mich den Schwierigkeiten stellen. Hammer. Fette Anschauempfehlung. Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Wenn ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung. Oder was weiß ich. Studiert noch Medizin. Ja. Leidet. Ich hatte im Bett, hat eigentlich ein Hund drauf geschlafen. Egal wie abgedreht das war. Weißt du übrigens, Lara, dass ich werde den Film am 21. März online stellen. Yay, sehr cool. Was ist da? Super, das ist der Welt-Down-Syndrom-Tag. Yo, der Welt-Down-Syndrom-Tag. Ich habe mich noch ein bisschen informiert und dann dachte, das schaffe ich. Ne? Da stand nämlich tatsächlich noch nichts drin. Ja, super. 21. März. Und da verlinken wir schön mit Welt-Down-Syndrom-Tag. Welt-Down-Syndrom-Tag, ein Zungenbrecher für jemanden wie mich, der da... Ja, sich nicht in der Community ausgehen. Sagen wir nur noch WDST. Ah ja. Alles klar, Community. Du, ja. Ist ja gut. Das ist ja ein Zungenbrecher. Und noch apropos Zungenbrecher, ich bin kein Fachmann. Mhm. Also ich habe jetzt einige Fachbegriffe aufgeschrieben. Marker, Screening-Test, Ultraschallerkennung, Fruchtwasseruntersuchung, Chromosomenstörung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Begriffe, die hört man ab und zu und ich kann es jetzt zuordnen, aber ich kann jetzt nicht sagen, du, wie lief denn dein Screening-Test ab oder so, ich oder? Ich hatte keinen, kann ich dir gar nicht sagen. Ja, okay. Aber du, gar kein Problem. Man kann ja auch gar nicht Fachmann und Fachfrau für alles sein. Und das ist ja auch das Schöne. Ich meine, deswegen mache ich das überhaupt, alles, was ich mache, um da einfach auch ein bisschen Aufklärungsarbeit an Menschen heranzutragen, die ansonsten nicht mit dem Thema in Kontakt stehen. Und da reden wir drüber. Genau. Eure Tochter hat Trisomie 21, das Down-Syndrom. Wenn du nach außen gehst, sprichst du über Trisomie 21 oder über das Down-Syndrom? Mal so, mal so. Ganz zu Anfang, muss ich sagen, haben wir tatsächlich mehr den Begriff Trisomie 21 benutzt, weil sich es irgendwie medizinischer anhörte. Ist ganz komisch, weil also es ist so ähnlich wie der Begriff Behinderung. War für mich anfangs total schwierig zu benutzen, weil der einfach ja, einer gewissen Stigmatisierung unterliegt. Was sagst du denn dann? Handicap oder? Nee, mittlerweile benutze ich den Begriff Behinderung völlig normal. Ist für mich, ist für mich das Normalste von der Welt geworden. Und genauso sehr der gut. Begriff Down-Syndrom. Ja. Also es ist so, dass wenn ich mich mit Leuten unterhalte, von denen ich zum Beispiel weiß, dass sie aus dem medizinischen Bereich kommen, dann ist es tatsächlich häufiger so, dass ich Trisomie 21 sage. Und wenn ich so allgemein drüber rede und vor allen Dingen mit Leuten, die vielleicht keine Berührungspunkte haben, dann benutze ich eigentlich ganz bewusst den Begriff Down-Syndrom, weil der fast jedem Menschen was sagt. Lara, wurde das schon vor der Geburt festgestellt? Nein. Ich habe mich sehr bewusst gegen pränatale Diagnostik entschieden, habe mich da mit auseinandergesetzt und habe das dann auch mit meinem Mann besprochen, der voll hinter der Entscheidung stand und habe keine Tests durchführen lassen. Habe das beim, ich glaube, zweiten Termin bei meiner Frauenärztin, habe ich das gesagt, dass ich nichts will und dass sie mir da auch nichts hingehend anbieten braucht. Und sie hat das vollkommen akzeptiert und dann kam das Thema auch nicht mehr auf. Und die Schwangerschaft verlief ganz normal? Ja,
Warum auch nicht? Ja. Warum auch nicht? Und dann war die Geburt? Und dann, ja, ist Tilda geboren worden, hat geschrien. Ich habe sie kurz gesehen und dann durfte sie mit meinem Mann in den Kreißsaal. Und die zwei durften dann auch eine halbe Stunde absolute Glückseligkeit zusammen erleben, wofür ich unglaublich dankbar bin, was auch eine ganz, ganz tiefe Bindung zwischen den beiden geschaffen hat. Also, keine Ahnung, also wir führen es drauf zurück. Das ist deine Geschichte, es ist deine Interpretation, genau. Ganz wichtig. Glückseligkeit zwischen den beiden, Ausrufe zeigen. Total. Und genau, ich kam dann irgendwann aus dem OP, dann durfte ich dazukommen. Und da fiel mir dann auch schon auf, dass sie eigentlich irgendwie, dass ihre Hautfarbe mir zu blau war und dass sie auch nicht regelmäßig genug geatmet hat. Und dann hat das auch sehr schnell jemand vom medizinischen Personal festgestellt. Und dann ist sie mitgenommen worden, ist in einen Brutkasten gelegt worden. Und kurz danach standen zwei Ärzte an meinem Bett und haben gesagt, dass sie den Verdacht auf einen Herzfehler haben und dass sie die Kleine verlegen müssen. Weil wir waren in einer Klinik, wo es keine Kinderintensivstation und auch keine Kinderkardiologie gab. Frau Maas. Ja, und dann... Ihre Tochter... müssen wir in die Klinik verlegen. Mhm. Bist du sowieso geschwächt? Ich muss sagen, diese ganze Zeit, auch die Zeit, die danach dann im Krankenhaus folgte, das ist alles ein bisschen so wie unter so einer Glasglocke. Ne? Also der weibliche Körper macht während einer Geburt und in den Tagen danach ja sowieso hormonell eine Menge durch, was einen nicht so ganz zurechnungsfähig macht. Dann halt mit einer Operation, ich meine, über Kaiserschnitte redet man so und man sagt so, das ist dann halt so. Und gefühlt, als vorher noch nicht Mama, schwang immer so ein bisschen mit, so ein Kaiserschnitt ist ja einfacher. Aber wir reden da ja von einer riesengroßen Bauchoperation. Also wir reden ja von einem Schnitt dieser Länge, der an einer Stelle gesetzt wird, die ja auch bei jeder Bewegung im Endeffekt unter Spannung sich oder meldet. Auch nicht, ja, also die sich meldet, genau. Und das ist mir, also das habe ich vorher, bevor ich das selber erlebt habe, habe ich da niemals in meinem Leben wirklich drüber nachgedacht, was das eigentlich so bedeutet. Und wenn man dann halt irgendwie noch 3 Stunden nach so einem Kaiserschnitt verlegt wird und eine Stunde mit dem Krankenwagen durch die Gegend geduckelt. Und genau, während ich dort war, habe ich auch keine Schmerzmittel gekriegt, sodass die Schmerzen dann richtig groß waren, als wir ankamen. Und aber trotzdem, das war alles wie so unter einer Glasglocke, ne? Auch als man mich mit dem Bett dann über die Kopfsteinpflaster fuhr und ich eigentlich dachte, dass jetzt gleich irgendwie mein Unterleib abreißt. Das war mir alles völlig egal in dem Moment, weil alle Gedanken einfach nur bei Tilda waren. Aber bis ich in der Klinik ankam, gab es schon eine Entwarnung, dass mit ihrem Herzen alles okay ist. Und dann war eigentlich erstmal so ein bisschen aufatmen. Und dann habe ich versucht, mich halt irgendwie parat zu kriegen, weil man mir halt gesagt hat, erst wenn du es schaffst, 10 bis 15 Minuten im Rollstuhl zu sitzen, ohne zusammenzuklappen, darfst du überhaupt auf die Intensivstation, weil wir haben da, also wir können dich nicht auffangen, wenn du zusammenklappst. Dann war das Thema vom Herz erledigt und wann kam der Verdacht von Trisomie 21 auf? Am nächsten Vormittag erst. Also beziehungsweise der Verdacht kam schon bei den Ärzten. Entschuldigung, das ist ja eine Wahnsinnsachterbahn. Ja, genau. Also ich bin, abends waren wir wirklich nur, ich glaube, 10 oder 15 Minuten auf der Intensivstation. Dann brach mein Kreislauf zusammen und man hat mich zurück auf mein Zimmer gebracht. Und genau, in der Nacht habe ich dann noch angefangen mit Milchabpumpen und so. Ne? Also sind ja, also das ist, aber wie gesagt, das ist alles ein bisschen so wie unter einer Glocke. Und am nächsten Morgen ging es mir dann aber kreislaufmäßig wirklich sehr viel besser. Dann hat man mich runtergebracht und genau, der Brutkasten war geöffnet worden, der Sauerstoff war schon ein bisschen runtergesetzt worden. Tilda hatte die Nacht wirklich super gut überstanden und alle sprachen mir sehr positiv zu. Ich durfte sie dann auf den Arm nehmen und mit ihr dort wirklich, ich weiß gar nicht mehr wie lange, bestimmt eine Stunde oder so zusammen sein. Und bin danach dann hoch in mein Zimmer gebracht worden, habe ich noch meinen Mann angerufen, habe gesagt, pass auf, alles wird gut, ne, und alles wird besser und kannst du noch das und das besorgen, brauchst dich jetzt nicht megamäßig beeilen herzukommen, mach noch das und das und dann kommst du ganz in Ruhe her. Und kurz nachdem ich auflegte, klopfte es an meiner Tür. Ja, und dann
kam da ein Kinderarzt rein, der es war ein gefühlt sehr langes Gespräch. Ich weiß nicht, ob es wirklich lang war. Es hat auf jeden Fall ewig gedauert, bis er irgendwann auf den Punkt kam und gesagt hat, dass ja die anderen Ärzte in dem anderen Krankenhaus diesen Verdacht geäußert hätten und sie wären sich ja selber nicht ganz sicher. Aber es wäre ja auch die Politik, dass die Eltern über alles informiert werden. Und man könnte sich aber nicht sicher sein, weil viele Anzeichen, die fehlen ja auch. Und außerdem müssten wir das ja auch nicht testen, weil aber es gibt gewisse Anzeichen dafür. Und manchmal, je nachdem, wie man sie anguckt, würde man schon glauben, dass es vielleicht doch eine chromosomale Störung wäre. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, wovon reden wir denn hier? Ja, also es gibt schon ein Anzeichen dafür, dass eventuell chromosomal eine Veränderung vorliegen könnte. Dann habe ich angeguckt und gesagt, reden wir von der Trisomie? Reden wir vom Down-Syndrom? Ja, aber müsste man ja auch nicht, also wir müssen das ja auch nicht testen lassen. Die ersten Jahre würde das ja keinen Unterschied machen. Oh nee. Und das ist Quatsch. Also das ist totaler Quatsch, was der gesagt hat. Und weil es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied für all die Hilfen, die du beantragen kannst. Es macht einen Unterschied darüber, welche Förderungen du bringst. Es macht einen Unterschied dafür, wie Ärzte gewisse Dinge beurteilen, weil natürlich auch mit dem Down-Syndrom einfach, es gibt schon gesundheitliche Aspekte, die man einfach besser im Auge behalten muss oder die auch darauf zurückzuführen sind. Und ja, aber auf jeden Fall hat er mich dann irgendwann so mit diesem Gedanken, das ist ja auch nicht, also muss ja nicht sein, dass sich das bewahrheitet. Und ich habe ihm aber schon gesagt, wir werden das auf jeden Fall testen und was sie dafür brauchen. Ja, wir bräuchten beide Unterschriften. Ich bin dann denen echt noch 2 Tage hinterhergelaufen, damit ich endlich diese Unterschrift irgendwo drunter setzen kann. Ich habe im Nachhinein mit erfahren. Mit der Wunde natürlich und genau. Kaputt. Also, ich habe im Nachhinein erfahren, dass das Blut schon vorher weggeschickt wurde. Da ist einiges schiefgelaufen und ich möchte das auch noch nicht mal, ich möchte das wirklich nicht dieser einzelnen Person anlasten und auch nicht der Person, die es hinterher total verbockt hat, uns das Ergebnis mitzuteilen. Mittlerweile bin ich mir sehr sicher, dass es im Endeffekt das System ist, was wir hier anprangern müssen. Das System von Krankenhäusern und all dem, ich meine, wir reden in der Pandemie gerade sowieso alle darüber, aber auch das sind einfach Dinge, die eigentlich dem zu schulden sind. Ne? Dass weder Ärzte Zeit haben, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, noch vor allen Dingen mit Eltern richtig auseinanderzusetzen. Und dass Pläne so geschrieben sind, dass jedes Mal, wenn du auf eine Station kommst, ein anderer Arzt da ist und du eigentlich gar nicht weißt, wann du überhaupt einen Arzt antriffst, die sind alle am Limit und schon damals gewesen. Damals gab es noch kein Corona. Und und dann kam mein Mann rein, freudestrahlend mit Sonnenblumen in der Hand und sah mich. Und dann musste ich ihm das mitteilen. Oh. Ich habe zu meinem Mann gesagt, wir werden nicht googeln. Ich möchte nicht irgendwelche Horrorvisionen von Dr. Google dazu bekommen. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, unserer Tochter alles zu geben, was sie braucht, damit wir aus diesem Krankenhaus rauskommen. Mhm. Und wir können ihr in erster Linie einfach nur Liebe und Nähe geben. Und darauf konzentrieren wir uns jetzt. Das hört sich sehr reflektiert an. Ist ja auch richtig, 3,5 Jahre? Und wenn wir jetzt uns zurückbeamen in das Krankenhaus, man hat ja auch gewisse Vorstellungen. Ne? Also kommt ein Kind und vielleicht wusste ja schon, dass es ein Mädchen ist. Und dann machen wir dies und jenes. Und dann kommt so ein Arzt und sagt es einem, das ist ja völlig klar. Und da platzt doch vieles auch. Bei dem Gespräch ist noch gar nicht, also da habe ich mich tatsächlich sehr daran geklammert, dass er gesagt hat, sie sind sich ja nicht sicher und eigentlich würden ja auch viele Merkmale fehlen. Klar. Und das ist so dieses, ich glaube, das geht aber den allermeisten Eltern Strohhalm. So, ne? Das ist dieser Strohhalm, an den du dich klammerst. Und ich war so beschäftigt damit zu funktionieren, dass ich in dem Moment noch gar nicht, also ich habe mir verboten, weiterzudenken eigentlich. Hast du das geschafft? Ja, ich habe mich total auf das konzentriert, also zumindest im Rückblick. Ich weiß nicht, ob ich es zu jeder Zeit geschafft habe, aber im Rückblick war ich
ich war ja auch die ganze Zeit beschäftigt, ne? Mit Kind versorgen, wieder nach oben gehen, Milch abpumpen, doch mal irgendwo eine Hebamme. Es fühlte sich in dem Krankenhaus zusätzlich ja auch niemand für mich verantwortlich, weil ich ja nicht in dem Krankenhaus geboren hatte. Das heißt, also sowas wie Wundversorgung und so, dem musste ich ja auch noch hinterherlaufen. Dann war meine Wunde geklammert worden, was dieses Krankenhaus nicht kannte. Und dann standen plötzlich irgendwie drei Ärzte ums Bett und sagten, wow, sowas haben wir ja noch nie gesehen. Und ich dann irgendwie gesagt habe, ja, aber wir sind jetzt an Tag 6 und die haben gesagt, an Tag 6 können die Klammern rausgenommen werden. Nee, das trauen wir uns nicht. Solche Geschichten. Also mit sowas habe ich mich ja währenddessen auch noch rumgeschlagen. Einfach irgendwie noch zu gucken, dass ich irgendwie weitermachen konnte. Gab es einen Absturz? Der Absturz kam, als die junge Assistenzärztin vor uns stand. Wir saßen im Großraum der Intensivstation. Also so Kinderintensivstation, wer das noch nie gesehen hat, muss man sich so vorstellen, dass da, ich glaube, da bei der waren es 8 oder 9 Betten in einem Raum sind, damit Schwestern auch den Überblick haben. Nee, da sind keine, da sind alles keine. Offen. Ist alles offen, genau. Damit Schwestern von jedem Platz aus jeden Monitor sehen können und sofort reagieren können. Also das Prinzip macht auf jeden Fall Sinn. Und dementsprechend ist neben jedem Bett ist halt ein bisschen Platz, wo Eltern dann auch sitzen können bei ihrem Kind. Und da sind natürlich auch immer irgendwelche anderen Eltern. Und wir saßen dort. Es war halt so, dass 2 Tage zuvor festgestellt wurde, dass Tilda einen extrem niedrigen Thrombozytenwert hatte. Das sind die roten Blutkörperchen. Und man mir gesagt hatte, dass man das unbedingt im Auge behalten müsste. Dann ist die Nacht danach nochmal Blut abgenommen worden. Der Wert ist weitergefallen. Dann hatte man mir schon gesagt, dass man sehr wahrscheinlich vielleicht eine Bluttransfusion geben muss und dass man gar nicht wisse, wo das herkommt. Dann habe ich den ersten Arzt gefragt, kann das mit der Verdachtsdiagnose Down-Syndrom zusammenhängen? Nein, damit hat das auf gar keinen Fall was zu tun. Ich habe den zweiten Arzt gefragt, der hat das Gleiche gesagt. Ich sage ganz kurz, ich greife vorweg, die Genetikerin, mit der wir später sprachen, sagte, das ist was total Typisches und ich kenne mittlerweile sehr, sehr viele Eltern, bei denen es ganz genauso gewesen ist. Also niedrige Thrombozyten hängen eindeutig mit dem Down-Syndrom zusammen und regulieren sich in aller Regel von alleine. Wenn man das natürlich wüsste, dann könnte man wesentlich entspannter mit der Situation umgehen und das anzugucken. Jedenfalls hatte ich diese Ärztin darum gebeten, zu uns zu kommen ans Bett, während mein Mann dabei ist, um mal zu sagen, weil all diese Gespräche fanden immer statt, wenn mein Mann nicht da war. Und dann habe ich der gesagt, bitte, bitte, ne, also zu unserem, an dem Tag war es ein Pfleger, der für uns zuständig war, gesagt, wenn die Ärztin da ist, bitte bringen Sie die her. Ich möchte mit ihr nochmal über das Thrombozytenergebnis der letzten Nacht reden. Das habe ich noch nicht gehört und ich möchte, dass mein Mann dabei ist. Und die kommt in dem Großraum dieser Intensivstation zu uns. Wir saßen da, ne? Mein Mann gerade im Liegesessel mit Kind auf der Brust und ich daneben im Rollstuhl. Und sie steht über uns und sagt, ach so, ja genau, ach das Gentestergebnis ist ja auch positiv. Was wollten Sie nochmal? Und das war der Moment, wo ich zusammengebrochen bin. Das war der Moment, wo der Boden weg war und ich völlige Leere gespürt habe in dem Moment. Und als sie unsere schockierten Gesichter sah, also ihr ist nicht bewusst gewesen, dass es noch keiner mit uns besprochen hatte. Und sie selber, glaube ich, sehr, sehr hilflos war in dem Moment. Es war auch eine sehr junge Ärztin. Ich weiß auch, dass man das mit ihr anschließend noch besprochen hat. Und ich bin mir sehr sicher, dass es ihr nie wieder im Leben passieren wird. Aber als sie dann halt noch in ihrer eigenen Hilflosigkeit sagte, das ist ja nur das Ergebnis des Schnelltests. Ach stimmt, das hätte ich mir an ihrer Stelle auch noch nicht sagen lassen. Da war für mich dann echt der Moment, wo ich gesagt habe, gehen Sie einfach. Ab da wusste ich, dass ich in erster Linie vor allen Dingen mir selbst vertrauen muss, was alles, was meine Tochter betrifft. Du schaust auf 3,5 Jahre Erfahrung zurück. Das ist noch nicht ganz so viel, aber 3,5 Jahre sind ja auch nicht wegzustreichen einfach. Wie viel Überwindung hat dich das gekostet gegenüber Profis, Ärzten, aufzustehen und zu sagen, Moment. Das ist ein fließender Lernprozess gewesen und mittlerweile muss ich sagen, dass mir das sehr einfach fällt, weil ich mittlerweile auch so viel Wissen habe, dass ich Profis gegenüber sehr schnell vermitteln kann, dass das jetzt nicht einfach nur aus einem Bauchgefühl heraus eine Einschätzung ist. Und trotzdem sind wir noch in der Phase, wo das jetzt klar war, Trisomie 21, Down-Syndrom.
Und wenn ich dann, ich habe da auch schon drüber mit Leuten gesprochen, die mir ihre Geschichte erzählten, da hatte ich immer den Eindruck, so, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern dass sehr schnell eine Akzeptanz da war zu dieser Krankheit. Ist keine Krankheit. Nein, es ist weder eine Krankheit noch eine Behinderung. Es ist eine genetische Veränderung. Trisomie 21 beschreibt nur diese genetische Veränderung. Tilda ist nicht krank. Genau, gut zu wissen. Nein, also das Down-Syndrom ist keine Krankheit. Es gehen häufig Krankheiten mit einher. Mhm. Viele, viele Kinder werden mit Herzfehler geboren. Die allermeisten davon können operiert werden und sind anschließend herzgesund. Es gibt auch andere medizinische Dinge, die mit einhergehen. Und ja, es geht auch immer eine Behinderung mit einher. In unterschiedlicher Ausprägung. Okay. Ne? Also man kann da jetzt auch nicht gerade oder sonst irgendwas beschreiben. Und ich habe auch schon so Sachen gehört wie, ja, ihr habt aber einen milden Verlauf des Down-Syndroms. Das Down-Syndrom hat keinen Verlauf. Das Down-Syndrom beschreibt, dass meine Tochter da, wo wir neurotypischen Menschen 46 Chromosomen haben, und zwar in jeder Zelle unseres Körpers, hat meine Tochter 47 Chromosomen. Und nichts anderes sagt das Down-Syndrom. Alles, was hinten dran hängt, das sind Auswirkungen, die durch diese chromosomale Veränderung einhergehen. Ja, genau, so, also da lerne ich dazu. Ja. Wieder was gelernt, sehr wichtig. Um was es mir jetzt geht, ist die Frage nochmal mit den Vorstellungen, die man vorher hat, und dann hört man diese Diagnose. Da schießen einem doch Fragen durch den Kopf. Mhm. Weil man ja auch keine Ahnung hat. Genau. Wie wird mein Kind leben vielleicht? Oder ist meine Zeit jetzt komplett auf Null, weil ich mich ausschließlich um mein Kind kümmern muss? Oder wie findet Kommunikation statt? Ich fabuliere. Ja, aber das sind genau die Fragen, die da waren. Ne? Also dieses, der Gedanke mit, ich werde ihr Leben lang alles für sie entscheiden müssen. Das ist ein Satz, den ich, glaube ich, jedem Interview, was ich gegeben habe, schon gesagt habe. Da muss ich heute so drüber lachen und fast jeden Tag. Ne? Also die lässt mich ja noch nicht mal entscheiden, welche Jacke sie anzieht. Geschweige denn, ob es zum Frühstück Müsli oder Brezel gibt. Das sagt die mir aber ganz genau. Ich muss auf gar keinen Fall alles für meine Tochter entscheiden. Bei allen wichtigen Dingen natürlich. Ne? Also sie wird keine Geschäftsfähigkeit erlangen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann selbstständig leben kann, vielleicht mit irgendeiner Art der Unterstützung, die ist gegeben. Und es gibt mittlerweile schon sehr viele Konzepte da draußen, die ganz wunderbar sind, ob es integrative WGs sind oder Wohnprojekte, wo regelmäßig Betreuer vorbeischauen oder sonstiges. Und ganz ehrlich, meine Tochter ist 3,5. Was ich wirklich, wirklich gelernt habe in den letzten 3,5 Jahren, und das ist das wichtigste Learning, was sie mir beigebracht hat: wir sind jetzt hier. Im Heute und Jetzt. Genau. Und ich kann mir natürlich wahnsinnige Zukunftsängste machen, wenn ich permanent darüber nachdenke, was ist mit Tilda, wenn ich irgendwann nicht mehr bin? Wird sie mal selbstständig leben können? Wird sie überhaupt mal so sprechen können, dass sie mit Menschen, die sie nicht kennen, vernünftig kommunizieren kann? Und natürlich sind das Fragen, die auch immer mal wieder in meinem Kopf aufploppen. Aber dann kommt das kleine Mädchen um die Ecke gerannt und nimmt mich fest in den Arm und drückt mir einen Schmatzer auf und gibt mir zu verstehen, dass sie jetzt gerne mit mir ein bisschen toben möchte. Und dann weiß ich ganz genau, einen Tag nach dem anderen. Habt ihr mit Gott gehadert in dieser Zeit? Vorwürfe gemacht? Nein. Habe ich tatsächlich, nee. Also ich kann da nicht für meinen Mann sprechen, das weiß ich nicht. Du bist hier. Genau, sondern ich kann nur für mich sprechen. Nein, ich habe nicht mit Gott gehadert. Ich habe viel mit ihm geredet. Ja. Ich und mein Glaube, wir haben so Auf und Abs. ja, das und es gab auch wirklich lange Zeiten, wo es überhaupt keine Rolle in meinem Leben gespielt hat, das Thema Glaube. Hm. Und um die Zeit, als mein Mann sehr plötzlich und unerwartet in mein Leben trat, hat auch der Glaube zu mir zurückgefunden, in unterschiedlicher Intensität. Und ja, also das
Nee, ich hab überhaupt nicht mit ihm gehadert. Und ich oder Vorwürfe bin mir, gemacht oder nee. Gesagt, wieso wir gerade? Ne? Also der Gedanke ist bestimmt so, in den allerersten Momenten ist dieser wieso wir gerade, ist kurz aufgekommen. Aber ich bin vom Prinzip her so ein Mensch, der Dinge annimmt. Und das ist wirklich mein ganz persönliches Lebensmotto. Ich begegne den Dingen dann mit Liebe. Und wir haben dieses wundervolle Kind ja schon eine Woche im Arm gehalten, bevor die Diagnose bestätigt wurde. Und ich habe Ängste darum gehabt, wo sie ihren Platz in der Gesellschaft findet. Aber niemals damit gehadert, wo sie ihren Platz in unserer Familie findet, weil den hatte sie schon lange vorher eingenommen. Und mein Mann war derjenige, der tatsächlich auch so mit diesem Gedanken ob der Gesellschaft und ihrem Platz noch viel schneller sich gefunden hat. Und ja, schneller als ja, du. Noch schneller, ja. Der war wirklich, zweiter Tag nach der Diagnose hatten wir ein Gespräch mit einer Sozialpädagogin, die uns den Raum dafür gegeben hat, unsere Gefühle nicht inmitten einer Intensivstation Ausdruck zu verleihen. Und da stand Pio da und hat gesagt, oder er saß da und hat gesagt, ist doch super, die passt nicht ins System. Finde ich super. Wie ihr auch nicht ins System genau. passt, heißt es wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Also nachdem er das so ausgesprochen hatte, dieses ist doch super, sie passt nicht ins System, fing bei mir auch nochmal ein anderer Gedankenprozess an. Mhm. Und also wir sind sehr, sehr schnell in der Situation angekommen, muss man klar sagen. Aber das, wie das alles abgelaufen ist, damit hatte ich länger zu kämpfen. Nicht mit der Diagnose an für sich, ne? Da war ich dann wieder voll die Macherin und bin reingekommen und habe drüber nachgedacht und mich informiert und wie auch immer. Nicht über Google. Halbes Jahr. Sie war über ein halbes Jahr alt, bevor ich das erste Mal in die Google-Suchzeile Down-Syndrom eingetippt habe. Aber dieses, wie uns das mitgeteilt wurde, das war für mich wirklich und das war ein richtiger Aufarbeitungsprozess. Lara, und wenn jetzt Leute zuhören, die auch ein Kind haben, das ein Down-Syndrom hat, hast du Kontakte geknüpft mit anderen Frauen oder haben dich Leute angesprochen oder du als Macherin hast einen Zeitungsartikel gepostet oder was weiß ich? Es hat damit angefangen, dass ich mich tatsächlich gemeinsam mit Pio dafür entschieden habe, dass wir Tilda auf Instagram zeigen. Weil für mich Instagram der Rettungsanker gewesen ist. Ach, nach der Diagnose. Guck mal. Da ist mir tatsächlich bewusst geworden, warum das Ganze soziale Medien heißt. Weil da ist nämlich doch ein sozialer Gedanke dahinter. Und zwar einer, der wirklich nicht zu unterschätzen ist. Und den Frauen vor 30 Jahren, da hatten die keinen Zugang dazu. So wie heißt denn deine Adresse? Dann blenden wir die hier ein. Von Mutter zu Mutter. Von Mutter zu Mutter? Mhm. Komm mal gleich noch näher zu. Ja, mach mal. Hier, genau. Fängt schon ein bisschen an zu blinken. Oh nein. Wir okay. ziehen durch. Gut. Ja, also Instagram war für mich tatsächlich der Rettungsanker, weil ich da in deren Alltag reingucken durfte. Ich durfte in den Alltag von Familien reingucken. Und das ist tausendmal mehr, als wenn ein Arzt um die Ecke kommt und sagt, es wird schon alles gut werden. Ich habe auch eine Schwägerin, die zum Tanzen geht. Ne? Das hilft dir in dem Moment nicht. Aber weißt du, was ich damals gebraucht hätte? Ich hätte damals an meinem Bett sitzend eine Mutter gebraucht, die sagt, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe das auch durchgemacht. Und jetzt ist der Boden weg. Aber ich sag dir eins, es wird gut. Es wird anders, als du es dir vorgestellt hast. Aber es wird gut. Und beim Hören hört sich das fantastisch an. Ich habe da mal was vorbereitet. Du... Es ist kein Fake. Und daraus ist das entstanden. Ach, guck mal. Ist das Tilda? Das ist Tilda, genau. Ist das cool. Also von Mutter zu Mutter? Von Mutter zu Mutter ist nicht nur... Ist die Adresse bei Insta und ist auch... Ist auch eine Webseite und ist auch ein Heft. Und zwar ein Heft, das ich gemeinsam mit 6 anderen Müttern und mittlerweile auch 3 anderen Vätern Ach komm, ins Leben gerufen habe. Ist ja unglaublich. Wir blenden hier jetzt die E-Mail-Adresse ein, oder? Die genau, Leute E-Mail oder Webseite vielleicht, da kann man sich erst noch mal informieren. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Wie heißt die? Von Mutter zu Mutter.de? Genau. De? Genau, de. Ohne Bindestrichen, ohne alles. Ohne alles, einfach zusammengeschrieben. Lara,
Tilda? Nee, das ist ein anderes Kind. Egal. Genau. Egal. Ja, aber Tilda ist da auch drin. Also, wir gucken mal. Ist das cool? Ja, also für mich war die Überlegung, ne, was hätte mir damals geholfen? Und mir hätte, das ist Tilda, ja, mir hätte geholfen, von einer Mutter zu hören, was sie selber durchgemacht hat und wie es ihr später ging. Und das war 1,5 Jahre später, nachdem ich die Diagnose gekriegt habe. Und wir alle haben einen Brief an uns selbst geschrieben. Und zwar zurück an den Tag. Muss weglegen. Guck ich nachher. Kriege ich das? Ja. Danke. Wir haben uns einen Brief geschrieben, zurück an den Tag, als wir die Diagnose bekommen haben. Und mit genau diesem Gedanken. Es wird anders, aber es wird gut. Und es ist auch okay zu trauern. Es ist auch in Ordnung, jetzt ganz viele schlimme Gedanken zu haben, weil das ist ein Trauerprozess, den man durchgehen muss. Für den man sich vielleicht sogar schämt. Für den sich die allermeisten schämen. Hm. Und, ja, das muss man aussprechen. Ja, das muss man aussprechen. Und dass keine Verurteilung stattfindet. Und es ist gut zu hören, dass es auch andere Mütter gibt, die im ersten Moment gedacht haben, kann ich dieses Kind überhaupt lieben? Bis dahin, dass man sich fragt, hätte ich abgetrieben, wenn ich es gewusst hätte. Das ist in diesen Briefen nicht thematisiert, aber mit Sicherheit gibt es da Mütter. Es sind nicht alle hier, es sind auch pränatale Diagnosen dabei, also auch Eltern, die es in der Schwangerschaft erfahren haben. Ich fasse jetzt erstmal noch ganz kurz zusammen. Also dieses Heft ist aus meinem Wunsch heraus entstanden gewesen, dass wie dieser Arzt und diese Ärzte mit mir umgegangen sind. Mhm. Und deswegen konnte ich all diese Gefühle, die das eigentlich in mir ausgelöst hat, und diese Wut, die ich anfangs auf sie als Menschen hatte, ja, die habe ich in ein Handeln umgedreht. Und heute würde ich fast davon reden, von Dankbarkeit. Weil ohne die wäre all das hier gar nicht passiert. Mhm. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es anders ist. Aber durch meine Erfahrung, wie ich es erlebt habe, habe ich festgestellt, dass diese Erfahrung leider ganz, ganz viele machen mussten. Und daraufhin bin ich ins Handeln gekommen und habe gesagt, Mädels, seid ihr bereit? Den Großteil dieser Mütter habe ich tatsächlich auch über Instagram kennengelernt. Hier die Sarah, die auch einen Brief geschrieben hat. Hier, da sieht man sie, mit der kleinen Mia, die ist 4 Monate älter als Tilda. Das ist sogar Tildas Patentante. Also wir sind so enge Freundinnen geworden, dass sie für Tildas Taufe damals 700 Kilometer gefahren ist und ja, ihre Patentante geworden ist. Und dann haben wir vor 2 Jahren zum Welt-Down-Syndrom-Tag, total schön, dass das tatsächlich an dem Tag online geht, weil das ist jetzt Wahnsinn, praktisch, oder? Das ist der 2. Geburtstag dieses Hefts, haben wir das vorgestellt, haben gesagt, hört mal hier, wir haben das gemacht und jetzt brauchen wir ein bisschen Kohle, damit wir das umsetzen können, weil mein Traum, als ich das alles angegangen bin, war, dass das in jeder Schublade, in jeder Geburtsklinik, bei jedem Gynäkologen und Pränataldiagnostiker, in der Tasche einer jeden Hebamme zu finden ist, bei all den Menschen, die direkt mit der Diagnose oder kurz danach mit den Menschen zu tun haben, um es zu überreichen. Damit, in erster Linie waren es Frauen, ich habe damals an Mütter gedacht, weil ich einfach alleine in diesem Krankenhaus war. Mittlerweile haben wir ja seit dem letzten Druck haben wir auch 3 Briefe von Vätern mit drin. Deswegen kann ich jetzt sagen, damit Familien dieses Heft in die Hand bekommen und aufgefangen werden. Und es ist eine kleine Erfolgsgeschichte. Ja, streiche klein und mach groß daraus. Wir haben das, was wir als Startkapital uns ausgedacht hatten, hatten wir innerhalb von 12 Stunden schon überstiegen. Und dieses Heft ist mittlerweile 17.000 Mal gedruckt worden und rund 10.000 Hefte davon sind tatsächlich, mehr als 10.000 Hefte davon sind im Umlauf, sind schon bei den Familien oder liegen in Praxen und Kliniken und anderen Stellen bereit, um den Weg zu Familien zu finden. Du hast eigentlich die Trauer umgewandelt in Power. Richtig. Und hast gesagt, ich stelle mich dem und greife an. Richtig. Ah, das ist sehr, sehr cool. Löwenmama. Ja, sag ich ja. Damals ist das Löwenherz geboren worden und ja. Ich muss nur mal reinhalten. Leute, guckt es euch an. Guckt auf der Seite vorbei von mutter-zu-mutter.de. Lara, wir sind durch hier. Aber wir haben das Wichtigste ja drin. Ne? So, ich bin dankbar dafür, dass du hier bist.
Mich inspiriert das, wenn Leute aus einem Leid raus sich aufmachen, ich sag's mal, es ist blöd, eine Heldengeschichte zu schreiben. Es wird nicht immer, es gibt Situationen, in denen du wahrscheinlich im Eck hockst und heulst, aber das heult, man hockt auch im Eck und heult, wenn man ein gesundes, guck mal. Ein neurotypisches Kind. Hab ich mir so angewöhnt, ehrlich gesagt. Also ja. Viele sagen halt normal und normal, haben wir eben schon drüber gesprochen, ja. Finde ich total schwierig. Aber genau, also andere sagen auch einfach ein nicht behindertes Kind. Ja, ich habe da auch keine Berührungsängste, den falschen Begriff zu sagen. Nee, weißt du, wenn man drüber redet und wenn man weiterhin reflektiert. Genau. Weißt du, es geht ja nicht darum, dass man nichts falsch machen darf. Sondern so ist es. Das, was schlimm ist, ist, wenn man beratungsresistent ist. Ich höre raus, ich spüre, es gibt solche Typen. Frage 1. Ja. Schlussfragen. 4. Lara, gibt es ein Buch, das du mindestens 2-mal gelesen hast? Ich bin eine sehr lange Zeit in meinem Leben niemals ohne ein Heinrich-Heine-Gedichtband in meiner Tasche aus dem Haus gegangen. Und mein allerliebster ist, ich weiß gar nicht mehr, von wem das verlegt wurde, Der Tag ist in die Nacht verliebt. Ein kleines pinkes Buch war das. Und immer wenn ich irgendwo unterwegs war und das Gefühl hatte, was lesen zu müssen, dann habe ich mir ein Heine-Gedicht gelesen. Und tatsächlich war ich sogar an seinem Grab in Paris. Und das ist eins der für mich wichtigsten Gedichte meines Lebens, was mich auch immer schon begleitet. Und auf seinem Grab steht nämlich, das ist es. Auf seinem Grab steht, wo wird einst das Wandern müde, letzte Ruhestätte sein, unter Palmen in dem Süden, unter Linden an dem Rhein? Werd ich wo in einer Wüste, eingescharrt von fremder Hand, oder ruhig an der Küste, eines Meeres in dem Sand? Immerhin mich wird umgeben, Gottes Himmel dort wie hier, und als toten Lampen schweben nachts die Sterne über mir. Ist das schön. Und es ist so wahr auch für das ganze Leben. Wenn mir jemand gesagt hätte, wo ich heute hier sitze, vor 5 Jahren, dann hätte ich doch einen Vogel gezeigt. Mindestens. Ja. Für die zweite Frage. Vielleicht schaffst du es kurz zu antworten. Ja. So kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren. Machen wir 4 draus. Wenn mich Menschen darum bitten, Dinge zu tun mit einer zu engen Deadline, okay. Kann ich total gut mittlerweile sagen, schaffe ich nicht. Zuzugeben, etwas nicht zu schaffen. Ja, wir sind auch schon länger im Gespräch, ne? Und schieben sie mal her. Aber die Mühe wurde belohnt. Und es ist so cool, dass du hier bist. Frage 3. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert? Unvoreingenommenheit gegenüber anderer Menschen. Und das hat meine Tochter mir beigebracht. Die hat das Universum für mich noch viel, viel größer gemacht und meinen Blickwinkel, ja. Hört sich das so cool an. Das Universum für mich noch viel größer gemacht. Boah, Lara, das war Aber das kommt eigentlich von meinem Mann. Also der hat vor Tildas Geburt, hat er zu mir gesagt, die hat das Universum gedehnt. Letzte Frage. Bin gespannt. Plakat, was kommt drauf? Ich würde mindestens meine Tochter, wenn nicht gar mehr Menschen mit Down-Syndrom drauf abbilden und drunter schreiben, nein, sie leiden nicht unter dem Down-Syndrom. Dann bitte ich doch darum, dass du mir ein Foto deiner Tochter schickst. Wir haben eine super Grafikerin, die setzt das um. Du gibst mir das okay und dann hauen wir es raus. Sehr gerne. Ich danke dir, Lara. Ich danke dir. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Nicht zu viel versprochen, oder? Von Mutter zu Mutter, hier ist die URL. Oder ihr schreibt eine Mail, info@vonmutterzumutter.de. Oder schaut auf ihrer Insta-Seite vorbei. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen mit dem motiviert und inspiriert sein. Mir ging so. Noch Stunden später schwebte ich durchs Studio, durchs Atelier, voller Enthusiasmus und Power zu sagen, ich möchte die Schwierigkeiten anpacken, in denen ich stecke. Nächsten Montag gibt's die nächste Story. Und bis dahin werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss.
Tune in.